Hallo und herzlich willkommen zu MaxTech TV. Mein Name ist Max und heute mache ich ein Review zu diesem Microcontroller Board, dem Makey Makey. Vielen Dank an dieser Stelle an die Jungs von epic-stuff.de, die mir dieses Exemplar zum Testen zur Verfügung gestellt haben. Was ist ein Makey Makey? Bis vor kurzem hatte ich selbst noch nie etwas von diesem Board gehört, was vor allem daran liegen dürfte, dass es erst seit kurzem existiert. Es wurde von zwei MIT Media Lab Studenten designt und entwickelt und dann über die bekannte Plattform Kickstarter finanziert. Dort wollten die beiden ursprünglich $25.000 für ihr Projekt einsammeln, doch das Ganze kam so gut an, dass innerhalb eines Monats mehr als eine halbe Million Dollar von über 11.000 begeisterten Finanzierern zusammenkamen. Das Makey Makey basiert auf dem Arduino Leonardo, besitzt also einen Atmel Atmega 32U4 Microcontroller. Das Besondere dieses Microcontroller ist, dass es möglich macht, dass man das Board einfach über USB an einen beliebigen PC anschließen kann und der PC das Board dann als Eingabegerät erkennt. Die beiden Gründer von Makey Makey hatten eine Idee. Sie wollten ein Board entwickeln, mit dem man schnell und einfach beliebige Oberflächen und Gegenstände in Eingabegeräte für einen Computer verwandeln kann. Dabei haben sie sich Folgendes ausgedacht. Die Rückseite des Boards besitzt Kontaktflächen mit Löchern darin. Im Lieferumfang des Makey Makey sind außerdem diese Kabel enthalten, die über Krokodilklemmenanschlüsse verfügen. Die kann man nun ganz einfach und ohne Löten mit dem Board verbinden, indem man sie in diese Löcher steckt. Was man nun damit anstellen kann, zeige ich euch jetzt. Zuerst muss man den Makey Makey auf dem PC installieren. Dafür braucht man allerdings keine umständliche Treiberinstallation. Alles, was man machen muss, ist das Board per USB mit dem PC zu verbinden. Und schon kann man loslegen. Zuerst habe ich eine Krokodilklemme mit dem Space, also Leertastenanschluss des Boards verbunden. Als nächstes eine Klemme mit der Erdung, also dem breiten silbernen Streifen am unteren Teil des Boards. Wenn ich nun einen Kontakt zwischen den beiden Kabeln herstelle, registriert das Makey Makey und sendet es an den PC. Für den ist das nun, als hätte ich die Leertaste gedrückt und er fügt ein Leerzeichen ein. Doch funktioniert das Ganze auch anders. Diesmal benutze ich nur ein Kabel, das ich mit dem Space-Anschluss verbinde. Dann erde ich mich selbst, indem ich mit einer Hand den entsprechenden Kontakt am Board anfasse. Jetzt kann ich Leerzeichen an den PC senden, indem ich mit der anderen Hand das Kabel berühre. So wird mein Finger zum Eingabegerät. Das Tolle ist, dass das mit sehr vielen Materialien und Gegenständen wie zum Beispiel Pflanzen, Münzen, anderen Menschen, Aluminiumfolie oder auch mit Früchten funktioniert. Ich habe mir mal eine Banane besorgt und mit dem Makey Makey verbunden. Schon habe ich eine überdimensionierte Leertaste. Auf der Homepage des Projektes findet man darüber hinaus viele verschiedene Anregungen, wie man das Makey Makey nutzen kann. Eine Idee ist, ein Bananenklavier zu bauen. Dafür habe ich mir 6 Bananen besorgt. Natürlich nur beste Bio-Bananen. Dann habe ich diese mit dem Makey Makey verbunden und eine kleine Flash-Applikation geöffnet. Und schon kann man auf Bananen Klavier spielen. Für die Materialien, die nicht ausreichend elektrisch leitfähig sind, gibt es solches Kupferband, das auf der Rückseite einen Klebestreifen hat. Verbunden mit dem Makey Makey wird so der Tisch zum Game Controller für das Jump'n'Run-Spiel. Neben den Klemmanschlüssen für die Pfeiltasten sowie Leertaste und Linksklick besitzt das Board auch noch die normalen Steckanschlüsse für W, A, S, D, F, G, also den meistgenutzten Tasten in Computerspielen, sowie 6 Anschlüssen, mit denen man den Mauszeiger steuern kann. So kommen wir nun auch schon zu meinem Fazit zum Makey Makey. Das Makey Makey ist eine tolle Idee, um Einsteiger, Kinder und Jugendliche für die Welt der Microcontroller zu begeistern. Spielerisch und kreativ kann man sich mit Elektronik beschäftigen und sollten einmal die Ideen ausgehen, so findet man auf der Homepage von Makey Makey in Englisch sowie auf der Seite epic-stuff.de in Deutsch einige Anregungen und Ideen.
Schon fortgeschrittenen Anwendern kann das Makey Makey eine Menge Spaß bereiten. Allerdings lassen sich die Projekte mit dem entsprechenden Wissen und Mehraufwand auch mit einem klassischen Arduino Leonardo realisieren. Alles in allem hatte ich aber eine Menge Spaß beim Ausprobieren und deswegen gibt's von mir für das Makey Makey einen klaren Daumen hoch. Das war mein Review zum Makey Makey. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr Fragen habt oder selbst einen Kommentar zum Makey Makey machen wollt, schreibt es hier unten in die Kommentarbox. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.